So, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy Crystal Chronicles. Part Nummer 5 diesmal. Wie im Endscreen vom letzten Part schon angeteasert, werden wir heute weiterspielen. Wie man sieht, ihr habt die GameCube gerade erst angemacht. Hab mir gedacht, kann man ruhig mal mitnehmen. Einspielermodus. Und jo, Steckplatz A. Diesmal, beim letzten Mal haben wir ja, wie gesagt, mit dem Christopher den Dingsbums, den Goblinwall abgeschlachtet und eine neue Stadt angeguckt. Jetzt sind wir wieder mit Sascha dran und wollen mal gucken, wie es mit Tida so weitergeht. Und ja. The sun once smiled on this village, more than any other. But one day, Bear Crystal's blessing faded. The villagers eagerly awaited their caravan's return. But for them, the crystal would never shine again. It is said that not a single one of them tried to escape. All stood fast, waiting for the caravan, hoping to the very end. After hearing that tale, I felt the weight of my burden like never before. Tja. Und das passiert, wenn wir nicht mit dem Tau der Mireille zurückkehren. Ja, wie schon gesagt, das Dorf Tida, dem Dorf erging es wohl etwas schlechter, da deren Karawane ist irgendwie... Denen ist irgendwas zugestoßen. Ups, warte mal, wie lege ich den denn jetzt wieder ab? So, muss ich erstmal wieder eine Steuerung reinfügen. Unser kleiner gelber Gnom hat am Hintern einen weißen Fleck. Naja, gut. Ja, das Dorf Tida. Das ist ganz interessant. Weil das so ein bisschen... Ja, wie soll ich denn das... Oh, muss ich aufpassen, der vergiftet. So, wir haben jetzt wieder ein Vita bekommen, genauso. Das Feuer werden wir sowieso brauchen hier. Es war bestimmt mal ein schönes Dorf, sieht jetzt aus wie Harry. Ich glaube... So, du komm mal her. Okay, drei Schläge brauchen wir noch. Das bedeutet, wir sind noch einigermaßen gut im Schuss. Die sind sehr anfällig gegen Feuer. Zumindest die Raupen. Echt Vollidiot, hätte man wenigstens mal aufräumen können. Bevor ich hier aufnehme. Ja, tapfere Dorfbewohner, wie die Dame im Dingsbums schon sagte. Die Dorfbewohner sind nicht abgehauen. Und haben auch nicht versucht zu fliehen, sondern haben die ganze Zeit auf ihre Karawane gewartet. Wie komme ich denn da runter? Ich will da runter, ich will da runter. Ich will mir diese Schatzkiste holen. Erstmal gucken, wo es hier lang geht. Bei manchen Sachen oder später kann man über diese Dinger drüber gehen.
Manchmal blocken die. Dann brauchst du gar nicht anfangen, gegen die zu kämpfen. Dann wird dein Charakter ein bisschen zurückgestoßen. Aber das geht noch. Ich will auf jeden Fall, mir lässt es jetzt keine Ruhe. Ich will jetzt auf jeden Fall nochmal zurück. Und will versuchen, diese Kiste hier zu kriegen. Die Frage ist, wo muss ich dafür lang? Hallo! Was ist denn da los? Haut der einfach ab, dieser Lümmel. So, ich weiß gar nicht, ob Feuer bei denen hilft. Ja, die brennen, das ist gut. Wenn die brennen, haben die verringerte Verteidigungswerte. Und ja, das klappt ja super für Sanitas. Toll. So ein Rotz. Wie gesagt, wenn die brennen, haben die verringerte Verteidigungswerte. Achso, der will ja nicht mehr tragen. Ich weiß nicht, was der richtige und der falsche Weg ist. Die Dungeons werden hier ein bisschen komplexer. Also sind schon machbar, ja, aber sind nicht mehr ganz so offensichtlich wie die Dungeons davor. Obwohl der Goblinball ja auch schon zumindest für mich ein bisschen verwirrt war. Aber es lag wahrscheinlich einfach nur daran, dass ich diesbezüglich ein kleiner Noob bin. Von daher alles wunderbar. So. Nicht so viel passen die Stimme. Ich habe nämlich gemerkt, dass der... OBS dann nämlich sagt, hey, das ist viel zu laut. Aber das kriegen wir schon hin. Macht natürlich keinen Sinn. Alter, das geht nicht. Das meine ich. Der brennt, das ist gut. Wenn die Viecher nicht explodieren, macht es nämlich Aua. Das trifft nämlich auch die da. So, hier kann man auf jeden Fall viele Artefakte, also viele Zutaten sammeln. Die Frage ist, brauchen wir die und für was brauchen wir die? Da muss ich später nochmal. Genau, für sowas brauchen wir Feuer zum Beispiel. Also hier arbeitet jetzt auch das Terrain ein bisschen mit Zauber. Finde ich persönlich ganz geil. Ich glaube, auch hier ist alles relativ feuerempfänglich. Bis auf natürlich die offensichtlichen Feuergegner, aber ich meine jetzt auch der Endboss. Also zwei Feuer wären schon geil. So, der brennt noch. Oh, war das mies. Lässt einfach so einen fetten Meteor vom Himmel fallen. Aber... Oh, zweites Feuer. Geilo, geilo, geilo. Jetzt brauche ich nur noch genug Taschen. Und genug Kommandospalten, weil... Ich bin ja diesbezüglich eigentlich voll der... Ich habe halt nur Platz für eins. Ja, die fressen schon fünf. Pflanzensamen, Pflanzensamen, Zahnrad. Ist die Frage, was bringt der Pflanzensamen, wenn ich den einen... Was bringt der Pflanzensamen? Platinhelm. Oh, das könnte gut sein, aber ich glaube Helm... Helm ist eher was für Jux. Das wäre was für die Sakura. Wieso habe ich noch die Bronzerüstung hier? Kann man nicht wegwerfen, die kann man nur zerstören. Hallo. Wo ist denn jetzt? Habe ich das übersehen? Bronze, wo ist denn jetzt der? War das was ausgeliehen? Das kann doch nicht sein. Ach
Ach so, das war ein Artefakt. Ich dachte, das wäre ein Dingsbums gewesen. Ich dachte, Platinhelm wäre irgendwie so eine Skizze gewesen. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen... Bin gerade noch ein bisschen am Rumeiern. Will ich jetzt schon hoch oder will ich runter? Das ist immer so ein bisschen schwierig abzuschätzen. Beim ersten Mal möchte ich den Dungeon natürlich komplett mitnehmen. Und auch gucken, was hier zu finden ist. Aha. Genau, den brauchen wir. Wenn überhaupt. Da weiß ich halt nicht so ganz. Wenn wir den jetzt füllen... Ja, hier war der Kristall von der... von Tipa. Tipa heißt es, ne? Genau. Ich verwechsel das immer. Ich denke immer Tida, Tifa, Tipa. So, hier rüber. Hier kann man später rüber, wenn die Dungeons ein bisschen erweitert werden. Oh. Das wusste ich nicht. Das war komplett random. Aber es sah so aus, als wäre da was versteckt. Ja, gut. Komm, die machen wir nochmal richtig zurecht. Geht ja nicht, dass du hier mit so einem Loch am Bobbes rumeierst. So, nein. So, hier... Das Loch schließen, dann siehst du nicht ganz so hingerichtet aus. Super. Ich versuche es jetzt nochmal richtig zu machen. Die Zeit können wir uns ja nehmen. Hier haben wir noch was vergessen, aber beim letzten Mal wollte ich einfach zu schnell zu durch. Nicht schlecht, Kupo. Oh, super. Nee, komm, schickt. So, und du gibst mir nochmal einen Stempel. Ja. Danke. Super. Da haben wir das auch schon mal. Haben wir bis jetzt eigentlich alles gehabt? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, du nimmst ihn jetzt. Dafür habe ich dich komplett grün angemalt. Ich glaube, es geht los. So, jetzt müssen wir hier zurück. Okay, aber hat sich doch gelohnt, dahin zu gehen, nochmal zu. Also den ganzen Kram nochmal zurückzugehen. Vor allem möchte ich so viele Artefakte mitnehmen, wie ich kriegen kann. Ich glaube, hier gibt es auch ein paar Artefakte und massiv viele Gegner. So, ja, das mit den Gegnern ging eigentlich. Ich hoffe, hier gibt es noch das ein oder andere Artefakt oder zumindest Kämpferwaffe. Das könnte doch schon mal, obwohl ich weiß nicht ganz, ob ich die Kämpferwaffe schon habe. Müsste ich dann später nach dem Dungeon nochmal in der Stadt angucken. Asura. Naja, solange es nur einer ist, ist das kein Problem. Dann brauche ich mir einfach mit Vita das verlorene Leben wieder und dann ist der Kies gegessen. Ansonsten gibt es hier nicht viel, ne? Hier gab es nur zwei. Gut, was heißt nicht viel? Hier gab es eine Skizze und ein Artefakt, das ist schon mal viel wert. Ja, es war mal bestimmt ein Bauernhof, das hier. Ja, das passiert, wenn es der Karawane nicht gut geht, ne? So sieht es dann später aus. Nicht schön. Nicht schön. Ich will nicht mehr, du musst tragen, Kupo. Och, Kupo, geh mir nicht auf den Sack. Dafür, dass ich dich die ganze Zeit so schön zurecht mache, holst aber ganz schön viel rum. So, hier geht's hoch. Die Frage ist, war ich hier schon? Ich glaube ja. Das ist auch der Grund. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum der hier nicht langlaufen will. Ja,
Hier war ich schon. Da hat mal wieder der Branded Graf zugeschlagen. Muss ich hier lang. Hier geht's in den nächsten Abschnitt. Ist größer als unser Dorf. Doch, das muss man so sagen. Aber na gut. Also hier können wir durch, wenn wir die mit Feuer verbrennen. Also hier diese... Ja, das wollte ich. Ja, dahin. Super. Die mache ich nämlich immer ganz gerne ohne. Wenn das Ding halt noch zu ist. Das wäre was für die Sakura. Die würden sich hier richtig wohlfühlen. Aber weißt du was, ist mir sonst doof. So. Das geht auch nach einer Weile wieder zu. Macht aber erstmal nichts. Ich weiß nicht. Kann man wieder aufmachen. Ich glaube, es gibt auch eine Möglichkeit, die richtig zu öffnen. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Gut, aus irgendeinem Grund wurde das jetzt von irgendwas abgefangen. Normalerweise hätte mich das Ding vergiften müssen. Ich will mal was probieren. Ich will wirklich mal was probieren. Jetzt, wo keine Gegner da sind, können wir uns ja ruhig mal auch ein bisschen die Zeit nehmen und ein bisschen was austesten. So, wie sieht es denn mit einem Feuerer aus? Okay, das bringt gar nichts. Jetzt will ich nochmal nach links. Vielleicht gibt es da auch noch irgendeine Schatzkiste oder so. Ja, komm, mach nochmal deinen Blitz. Mhm. Dann kriegst du nochmal ein Feuer rein. Noch eins und noch eins. Oh, der hat schön gefressen. Super. Na komm schon, doppeltes Feuer. Muss ich mal langsam ziehen. Ich wusste, dass er noch eine Schatztruhe gibt, mindestens. Ja, super, 20 Kohle. Das ist mir auch schon mal passiert, dass ich hier weitergelaufen bin, wusste nicht, was abging. Und dann hat sich der kleine Gnom hier in so einer Kaktür oder was weiß ich, was das ist, verheddert. Ist schon lustig gewesen. Und dann hat er dann gerufen, warte auf mich, Kupo, warte auf mich, Kupo. Und ich dachte so, what the fuck willst du von mir? Ah, schön. Gut, hier waren wir. Ja, später im Dungeon wird es halt... Also wie gesagt, wenn die Dungeon alle etwas... Wenn die Jahre ein bisschen fortgeschritten sind und die Dungeon sich so ein bisschen... So, wenn du brennst, erstmal schön auf die Fresse, dann ist der Käse gegessen. Wo will ich jetzt lang? Gut, das war nur ein Rundkreis, das bedeutet, hier gibt es nicht viel. Gut, es gab eine Milch. Eisensplitter? Okay, aber wozu brauche ich den hier? Okay.
Frage, möchte ich da schon hin oder möchte ich da noch nicht hin? Ich guck mir erstmal an, was da oben so gibt. Wie gesagt, GameCube gibt sowas wie vorher abspeichern und checken nicht. Und deswegen vorher immer alles abchecken. Aber ich glaube, das war nicht der Boss. Ich glaube, da gehe ich jetzt eher gerade hin. Habt ihr gerade zweimal Feuer auf einen? So, wenn ihr brennt, habt ihr sowieso keine Chance. Ah, guck mal, wen wir hier haben. Ich glaube, es macht doch Sinn, wenn ich unten lang gehe auf das große Feld, weil ich glaube, da ist... Da geht es nicht zu Dingsbums. Oh, jetzt noch ein drittes Feuer, wäre ultra geil. Komm, ein Feuer gar kriegst du noch ab. So, eine Katzenglocke und ein Streifenapfel. Die Ausbeute war jetzt nicht so sonderlich super. Aber. Aber was ist denn los, ey? Da bist du einmal im Training gewesen und dann ist deine. Ist dein Dingsbums so locker, so trocken. Oha. So, der kriegt jetzt noch so ein schönes Feuer. Feuer, nicht Feuer. Also wenn ich hier noch weitergehe, dann gehe ich den gesamten Weg zurück. Ich habe dieses Ding, was wir aufgemacht haben, nicht vergessen. Die Frage ist halt nur, war es das Richtige oder war es genau das Feld, was ich hier gesucht habe? Es gab hier nämlich noch ein Feld mit halt nur Monstern, wo du halt auch nochmal eine Truhe kriegst. Hier müsste normalerweise noch eine Truhe sein. Jetzt habe ich den kleinen auch ein bisschen anstecken lassen. Ja, ein Fisch ist eigentlich immer ganz gut, weil bei Verzehr gibt es hier ein bisschen... Okay, ich bin hier nur im Kreis gelaufen. Das ist aber nicht schlecht. Dann kann ich doch nochmal... Bin ich hier lang gegangen oder war das ein... Rondell. Tü. Ich kann mich an den Dungeon, kann ich mich zwar noch gut erinnern, aber nicht an den ganzen Kram, wo es halt hin und her ging. Habe ich oben noch irgendwas vergessen? Ich meine aber nicht... Aber ich bin auch kein Profi. Gehen wir mal hier lang. Gut. Dass die keinen Artefakt gegeben haben, fand ich ein bisschen schade. Aber mit unserem doppelten Feuerzauber sind die ja echt... Schokotasche! Oh, super! Die ist wunderbar. Ich glaube, die nehme ich auch, wenn ich die auswählen kann. Phönixfeder. Hier legen wir dann das Feuer nochmal hin. Und hier kommt dann der Vita-Zauber hin. Und noch eine Eisenhaube.
Ich glaube aber, das Zeug haben wir alles schon. Das habe ich in den ersten Dungeons schon groß abgekrast. Das war's, ernsthaft? Na gut, war doch ganz gut, dass ich hier nochmal zurückgegangen bin. Ja, Tatsache. War aber richtig. Super, sind wir doch super ausgerüstet mit doppeltem Feuerzauber, einer Phönixfeder und einem Vita-Zauber. Es ist schon auf Dauer, wenn du nur noch hier eine leere Kaste hast. Also wenn du hier nur noch so einen leeren Dungeon hast, dann wird es natürlich schon eklig. Ich meine aber mit dreifachem Vollgar-Zauber bist du, glaube ich, so ausgerüstet, dass das Ding gar nicht mehr zugeht. Ernsthaft, die bleiben offen? Oh, dann reicht doppelter Feuer doch aus. Das wusste ich nicht. Ich weiß nur nicht, wie man die erwischen muss, dass die offen bleiben. Das wäre ein Traum, wenn die nicht wieder zugehen würden. Oder gehen nur die zu? Achso, der will nicht mehr tragen, weil wir im Kreis laufen. Oh, Mann, oh. Oder gehen nur die zu, die jetzt keinen Weg sind. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil manche gehen halt zu, manche nicht. Ich will mich nicht beschweren, da muss ich nicht immer stehen bleiben. Ich kann den Bekelch wieder nehmen, Coupon. Nein, ah, jetzt. Super. Okay, hier war ich. Hier sind wir hingegangen. Und ich bin nicht nach oben gegangen. Hier nach links geht's auch nochmal. Ich will natürlich so viel wie möglich mitnehmen. Der hat gut gefressen. Ach, da ist noch so ein Vogel. So, Feuer hilft immer gegen Untot. Wir kriegen hier ordentlich Items. Also ich glaube, das ist ein guter Dungeon zum Offscreen. Oh, Mithrilplatte. Oh, geil. Mithrilplatte war, wenn mich nicht alles täuscht, war die Mithrilplatte Eisenpanzer zur Herstellung einer Rüstung. Klar, natürlich, habe ich schon, kann ich verkaufen. Mithrilplatte war Platte nicht. Interessiert mich relativ wenig. Eisenhaube. War was für die Sakura. Genau, Schild für Klavatz. Ich brauche halt nur noch jetzt die passende Kohle. Ich gehe nochmal runter, weil ich glaube, wenn ich darüber gehe, geht es doch echt. Boah, ich weiß es gerade nicht. Geht es da wirklich zum Boss? Geht es hier zum Boss? Nee, geht es nicht. Aber hier gibt es nochmal Geld. Ist nicht viel, aber genau das, was ich brauche. Oh, das nervt echt mit den Türen. Geht's hier weiter? Nein, okay. Darunter geht's nicht. Hier oben war ich noch nicht. Könnte natürlich auch sein, dass ich genau jetzt den richtigen Weg gehe. So wie es aber aussieht, laufe ich eher einen Weg zurück. Hier war ich schon. Okay. Gut, dann müsste es jetzt eigentlich nichts mehr geben, was mich aufhält oder was mich hier wirklich hier hält. Wollen wir mal den Gegner besiegen? Ja, jetzt, wo
Ah, das weiß ich, das ist das Vorfeld. Hier gibt es noch mal ein paar ekelhafte Gegner. Bin ich aus irgendeinem Grund immun gegen Gifte? Weil normalerweise vergiften die doch. Das hatten wir schon mal. Hier in dem Dungeon, dass ich vergiftet wurde. Aber aus irgendeinem Grund scheint mir das jetzt nicht so viel auszumachen. Ich glaube, das war der Dorfplatz oder so. Der Platz ist nämlich fürs Kämpfen gedacht. Da kommt der Endgegner. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Super. Gibt es hier noch irgendwo was Verstecktes? Nö. Was haben wir denn? Stärke 35, Abwehr 37. Was haben wir denn alles ausgeliehen? Asura, Katzenglocke, Schokotasche und Platinhelm. Wie viel Geld haben wir? 761, das ist nicht viel. Aber wenn ich den ganzen Kram verkaufe, den ich jetzt hier gemacht habe, dann sollte das kein Problem sein. Wum, bum, bum. Wum, bum, bum. Ich glaube, das war das Haus vom Bürgermeister oder das Gemeindezentrum. Auf jeden Fall hat sich das in einem Monster verwandelt, wie man sieht. Bäh, Igitt. Burn it, burn it with fire. Und der wird natürlich vom... Na, schön, dass du erstmal so fett Abstand hältst. Komm doch her. Ich glaube, da brauche ich gar nicht erst anfangen mit Feuer. Ach, da bist du ja. Den machen wir erstmal so fertig. So, ich wollte ihn eigentlich zum Brennen bringen, aber... Oh, das kannst du... Ich glaube, bei dem Damage einfach drauf. Aus irgendeinem Grund hat er mich nicht getroffen. Ich glaube, das ist eine Range-Attacke. Da bist du vor ihm wahrscheinlich am sichersten. Jetzt macht er so einen Rundumschlag. Ja, wenn ich jetzt ein Fleisch nehmen würde, wäre das natürlich wesentlich einfacher. Aber du gehst mir auf den Sack. So, dann komm mal her, du Lümmel. Ja, das tut weh, aber wir sind hier an Klavat. Halbes Herz, easy. Ach, schön. Anstatt den komplett zu verbrennen, dass der erst nicht nochmal wieder aufsteht. Nein. Ich würde ihn komplett bis zum letzten verbrennen, bis nichts mehr übrig ist. Wirklich nichts mehr. Nur noch ein Häufchen Asche. Und das würde ich irgendwie in einen Beutel packen, Stein drumherum binden und tief ins Wasser werfen. Wenn man mich fragt, aber mich fragt man ja nicht. Ich habe auch mal mit dieser leichten Übersteuerung von der Musik geguckt. Kann ich nichts machen. So ist es. Es ist so, wie es ist. Also jetzt nicht von meiner Stimme, die kann ich ja bearbeiten zur Not. Aber... nicht das, was die GameCube an den PC sendet. Ja, 2/3 wieder voll, ne? Das geht natürlich schnell, wenn man nur 3 Dungeons abgrast.
Ich glaube, ich werde mal gucken, was es hier so für Artefakte zur Auswahl gibt. Und dementsprechend werde ich offscreen den Dungeon noch 2-3 Mal abfarmen. Vielleicht kann ich ja die Abfarm-Sachen. Die Offscreen-Sachen so ein bisschen aufnehmen und die für den Endscreen benutzen. Obwohl, nee. Mach ich anders. Post, Kupo! Kupo! Bitte sehr, Kupo! Ui. Von Christi, der Mutter von Sascha, einen Brief erhalten. Sorgen. Wie geht es dir, Sascha? Ich hoffe, du bist wohlauf und die Reise ist nicht zu anstrengend. Zieh dich warm und pass auf die Monster auf. Ich brauche Liebe. Oh ja, komm, das kann man der Mutti schon mal schicken. Eisenpanzer kann ich zuschicken. Ja, komm. Schön. Freue ich mich. Wird zugestellt. Kupo. Ach, diese kleinen Knuffel. Die kleinen Knuffel, die möchte echt die Bommel schütteln. Gegner mit Zauber besiegen. Oh, das haben wir doch gut gemacht. Doch, ich glaube, das haben wir eigentlich sehr gut hinbekommen. Hier gibt es natürlich... Ich weiß... Oh, Stärke plus 2. Neue Kommandospalte nehme ich. Magie plus 1, Stärke plus 1, Abwehr plus 2. Oh, geil. Goldbrille. Jo, ich würde gerne... das Ding mal abgrasen. Das nehmen. Das nehmen. Das nehmen. Eigentlich fast alle. Normalerweise müsste ich mit jedem Charakter alles nehmen. Aber ich nehme erstmal die neue Kommandospalte. Die ist nicht unwichtig. Jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen. Beim nächsten Mal. Bei der nächsten regulären Aufnahme. Wie lange sind wir denn? Ja. Wieder. Ja doch, wir haben 40 Minuten für den Dungeon gebraucht. Das ist eigentlich soweit ganz in Ordnung. Ich würde da nämlich Folgendes sagen, bevor ich jetzt die nächste Aufnahme starte, würde ich nämlich sagen, macht's gut erstmal. Bis zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns hier unten links in der Villa. Aber ich werde den Dungeon noch ein paar Mal abfarmen. Also mit jedem Charakter mindestens noch 2 Mal. Weil einfach es gibt... Ah nee. Stopp. Ich habe was vergessen. Das möchte ich offscreen... Das möchte ich nicht unbedingt offscreen machen. Ich will nur mal gucken, was die Kämpferwaffe so bringt. Aber ich glaube, die habe ich schon. Und dann möchte ich noch mal ganz kurz... Wie gesagt, ich mache die ja sowieso als Premiere. Von daher ist es ja kein Problem. Gegenstände, nein. Obwohl, ja, ist egal. Schutzschwert habe ich, gut. Ich will gucken, ob die Kämpferwaffe das Schutzschwert ist. Dann kann ich das nämlich verkaufen. Ich glaube es, aber ich bin mir nicht sicher. So, Mann des heißen Eisens, gewährt mir euer Ohr. Was soll ich schmieden? Kämpferwaffe, Schutzschwert, genau. Das kann weg. Mithrilplatte, was brauchst du das? Falsche Schmiede, okay. Nun, brauche ich erstmal einen Händler. Ja, das haben wir beim letzten Mal schon alles abgecast. Mein Sohn schickt mir immer Geschenke, das ist schön, aber ich brauche einen Händler. Weißt du, bist du hier fetten Marktplatz und findest keinen Händler. Okay, das sind Lebensmittelhändler. Die Frage ist, nimmt er mir auch andere Sachen ab? Jo, 3 Phönixfedern reichen. Bronzesplitter behalte ich mal einen. Genauso wie Eisensplitter. Boah, der Fühler gibt 5 Hunis. Geil! Und trotzdem behalte ich mal einen davon. Keine Ahnung, ob ich das irgendwie weiter wegschicken soll. So, Fleisch und Fisch behalten. Na komm, 2 Fische kann ich verkaufen. Das
Wasser und die Milch kann ich komplett verkaufen. Kämpferwaffe war ja das Schutzschwert. Eisenhaube war nur was für Sakuras. Das bedeutet, wir sind hier diesbezüglich gut bedient. So, wie viel Kohle haben wir denn jetzt? 2,5 habe ich, meine ich. Gut, jetzt brauche ich die passende Schmiede. Aber für die Mithrilplatte muss ich mir mindestens mal auch Mithril kaufen. Oder ich finde es. Die Frage ist, finde ich es wirklich da? Mithril kostet weiterhin 5.000. Oder ich kaufe es zu Hause, da kriege ich ja einen Rabatt. Da kann ich günstiger Sachen verkaufen, kann aber auf der anderen Seite auch günstiger... Ich muss den Laden hüten. Ja, das ist zwar schön, aber irgendwie... Es kann doch nicht sein, dass ich hier keinen Rüstungsschmied finde. Der schmiedet Waffen, das ist schön und gut. Ansonsten ist hier nichts. Hier gibt es auch keinen versteckten Rüstungsschmied. Nee, ne? Die lassen uns sowieso nicht in Ruhe. Hier unten gibt es nichts. Außer ein Mokri-Haus. Naja, wenn ich alt bin. Schön, dass hier überall so komische Häuser sind, aber bringt halt nichts. Na gut. Da muss ich das irgendwie anders da machen. Ich werde den Dungeon noch mal ein bisschen abfarmen und werde noch mal nach Hause reisen. Das mache ich aber alles offscreen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Part. Tschüssi. Tschüssi, Kowski. Bye, bye. Ja, und damit herzlich willkommen zum Endscreen von Final Fantasy Crystal Chronicles. Ja, im letzten Part haben wir ja jetzt schön Tida abgemerzt und haben uns soweit vorbereitet. Und nach ein paar Abgrasversuchen von Tida bin ich jetzt auch weiter zum Moschets Villa gegangen. Und wie man im Endscreen, im Teaser schon erkennt, geht es da natürlich fett zur Sache. Ihr könnt euch schon mal beim nächsten Part darauf freuen, dass wir mit der Hino Moschets Villa schön abgrasen, den Moschet schön eine reinhauen und seine Ehefrau hat man dann im Hintergrund ja schon gesehen und dementsprechend auch das ein oder andere, den ein oder anderen letzten Tau des der Myrene noch mitbekommt. Das ist soweit ganz gut. Ich freue mich schon drauf, dass ihr bei der nächsten Premiere da wieder mit reinfeiert und ja, das wird dann auch der letzte Tropfen sein, den wir brauchen, um unseren Kelch zum Überlaufen zu bringen. Da sieht man auch schon mal schön die Hino mitten im Kampf, den wir hoffentlich erfolgreich besiegen, um dementsprechend dann auch später den, wie heißt, unser Dorf retten können. Ich habe nämlich keine Lust, dass unser Community-Dorf genauso abreiert wie Dingsbums, wie Tipa. Und viel Spaß im Endscreen. Deep